Wir leben in einem gewaltigen Sternensystem, einer Galaxie bekannt als die Milchstraße. Von außen gesehen ist die Milchstraße eine gigantische Spirale mit einem Zentralgebiet, das von langen Armen eingeschlossen wird. Das gesamte System rotiert langsam. Zwischen den Sternen gibt es riesige Mengen an Gas und Staub, die wir sehen können. Und unbekanntes Material, das wir nicht sehen können, bekannt als dunkle Materie. Weit weg vom Mittelpunkt, in einem der Arme, den Vororten der Milchstraße, gibt es ein kleines System. Unser Zuhause, das Sonnensystem. Wenn wir in einer klaren Nacht zum Himmel schauen, können wir ungefähr 5000 der nächstgelegenen Sterne sehen. Unsere Augen müssen sich bemühen, um über 1000 Lichtjahre hinaus zu sehen, weil Staub das Weltall zudeckt und entferntes Sternenlicht schwächt. Ohne ein Teleskop können wir also nur einen winzigen Teil der gesamten 100.000 Lichtjahre durchmessenden Milchstraße sehen. Unsere Galaxis umfasst einige 100 Milliarden Sterne, von denen viele unserer eigenen Sonne ähnlich sind. Obwohl einige 100.000 Millionen eine beinahe unergründliche Zahl ist, ist dies nicht alles. Astronomen glauben, dass es mehr als 100 Milliarden Galaxien im Universum gibt. Wie viele Sterne ergibt das? In einer Handvoll Sand können ohne weiteres 50.000 einzelne Sandkörner sein. Dennoch, an einem ganzen Strand gibt es gerade genug Sandkörner, um jeden Stern in der Milchstraße zu vertreten. Es gibt so viele Sterne im Universum, dass wir jedes Sandkorn an jedem Strand auf der gesamten Erde zählen müssten, um auch nur irgendwie in die Nähe der richtigen Zahl zu kommen. Aber die Zahl der Sterne ist eben größer. Nehmen wir ein Sandkorn, 1 Millimeter im Durchmesser, und legen es hier hin, um die Größe der Sonne darzustellen. Wenn wir nun zum nächsten Stern losgehen würden, würden wir fast den ganzen Tag brauchen, um dorthin zu gelangen, da der Stern fast 30 Kilometer entfernt wäre. Galaxien sind also hauptsächlich große Ansammlungen von Leere. Wenn wir alle Sterne der Milchstraße zusammenquetschen könnten, würden sie leicht in den Raum zwischen der Sonne und dem nächstgelegenen Stern hineinpassen. Um diesen Raum tatsächlich auszufüllen, müssten wir alle Sterne von allen Galaxien des gesamten Universums zusammenpacken. Wenn wir den Nachthimmel ansehen, scheint das Universum bewegungslos. Dies ist so, weil unsere Lebensspanne nichts als kurze Tropfen im zeitlichen Ozean des Universums sind. In der Tat ist das Universum in andauernder Bewegung. Aber wir müssten weitaus länger als eine Lebenszeit zuschauen, um diese Bewegung am Nachthimmel wahrzunehmen. Hätten wir genug Zeit, würden wir sehen, wie sich Sterne und Galaxien bewegen. Sterne umkreisen das Zentrum der Milchstraße und Galaxien ziehen sich aufgrund ihrer Gravitation gegenseitig an. Manchmal kollidieren sie sogar. Hubble hat zahlreiche Galaxien beim Zusammenstoß beobachtet.
Wie majestätische Schiffe in prächtiger Nacht können Galaxien immer näher zusammenrücken, bis ihre gegenseitigen Gravitationswechselwirkungen sie zu komplizierten Figuren deformieren, die endgültig und nicht umkehrbar zusammengewoben sind. Es ist ein immenser kosmischer Tanz, choreografiert von der Gravitation. Wenn zwei Galaxien zusammenstoßen, ist das nicht wie ein Autounfall oder zwei zusammenstoßende Billardbälle. Es ist eher wie das Verschränken der Finger. Die meisten Sterne der Galaxien werden die Kollision unversehrt überstehen. Im schlimmsten Falle werden sie von der Gravitation weggeschleudert, um zusammen mit Staub und Gas lange Strahlen zu bilden, die sich über 100.000 Lichtjahre oder mehr erstrecken. Die zwei Galaxien, gefangen in ihrer tödlichen Gravitationsumarmung, werden sich weiter gegenseitig umkreisen, wobei noch mehr Gas und Sterne herausgerissen und zum nachfolgenden Schweif hinzugefügt werden. In Milliarden von Jahren schließlich werden die beiden Galaxien eine einzige zusammenhängende Galaxie bilden. Man glaubt, dass viele heutige Galaxien, einschließlich der Milchstraße, aus solchen Verschmelzungen kleiner Galaxien, die sich über Milliarden Jahre erstrecken, gebildet wurden. Ausgelöst durch die kolossalen und gewaltsamen Wechselwirkungen zwischen den Galaxien bilden sich Sterne aus großen Gaswolken in feuerwerkartigen Ausbrüchen. Dabei entstehen strahlende blaue Sternhaufen. Unsere eigene Milchstraße ist auf Kollisionskurs mit der nächstgelegenen großen Galaxie, der Andromeda-Galaxie. Sie nähern sich mit fast 500.000 Kilometern pro Stunde an und in 3 Milliarden Jahren werden sie frontal zusammenstoßen. Der direkte Zusammenstoß wird zu einer prächtigen Verschmelzung der beiden Galaxien führen, während der die Milchstraße nicht mehr die Spiralgalaxie sein wird, die wir kennen. Stattdessen wird sie sich zu einer riesigen elliptischen Galaxie entwickeln, die ihre eigenen Sterne, so wie die der Andromeda-Galaxie, beinhalten wird. Von der Erde aus gesehen wird die Kollision ungefähr so aussehen. Obwohl das erst in sehr ferner Zukunft geschehen wird, sind andere dunkle Kräfte der Natur überall um uns im Spiel, sogar während wir sprechen.